Das war sie also. Die letzte Klappe meines Films, der als Interviewreihe angefangen hatte und als Höllentrip enden sollte. Aber um das zu verstehen, muss ich früher anfangen. Mit Hip-Hop. Music with no melody is rare. Well, there have been talking blues and things like concertos for drums. But right now, all around us, and so compelling you never miss the fact there's no melody, is a music that is all beat, strong beat, and talk. It's rap music, and it sounds like this. Die Geschichte der Black Music ist lang und einflussreich. Blues, Gospel, Soul, Funk, Jazz und zuletzt Hip-Hop, die neueste und populärste Verkörperung dieser beispiellosen Musikkultur. Seit Anfang der 80er war sein Siegeszug in Amerika nicht mehr aufzuhalten. Und bald folgten auch die Jugendlichen Europas in den kulturellen Kampf gegen das Establishment. Je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être cartonneur. Und wie immer ganz vorne mit dabei, natürlich auch die Deutschen. Mensch Frank, halt dich fest, jetzt fange ich mal an, das hältst du im Kopf nicht aus. Ja, glaub ich dir. Wenn ich von den 50er Jahren erzähle, da kommen Geschichten raus. Ich bin der New Wave Man, Knick-Knack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dick. Deutsch war die Sprache der Parodie und des Spaßraps. Der MC, der sich ernst nahm, rappte auf Englisch. Das ist eine Sprache, mit der du dich eher identifizieren kannst als mit der deutschen Sprache, nämlich der Sprache deiner Väter und Großväter, die, es reimt sich dummerweise, Täter waren. Was war damals überhaupt deutsche Texte? Was war überhaupt das Verständnis, sich in Deutsch auszudrücken? Nachkriegszeit, zweite Generation nach dem Krieg. Tausend Sachen, die da vielleicht im Kopf eine Rolle spielen. Ob das was damit zu tun hat, dass man irgendwie aus zwei Teilen bestand, aus West und Ost. Es gab halt immer die Großen wie Udo Lindenberg, Grönemeyer, Westernhagen. Aber in der Breite gab es dann halt eben nur NDW und das war ja auch mehr Spielerei. Ich will Spaß, ich will Spaß. Was there a reflection of a young person in Germany in the media? No. And MTV came up, which was possibly the first reflection, but it was essentially an American-British invasion. Turn it on, leave it on, America, see the music you want to see. So I can see why they thought, okay, there is not really a reflection for us in our society. So in a way, we want to be visible and we want to develop our own thing. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind... When I was at MTV and I saw Die Fantastische Vier, I just thought, what a load of shit. You know, look at these idiots wearing 80s clothes. But what they did is they popularized particularly the idea of German language. Die bewusste Entscheidung war wichtig, um einfach auch zu sagen, es gibt keine Zweigleisigkeit mehr, sondern ab jetzt nur noch auf Deutsch. Diese Identität aufgrund der Sprache, die dann da stattgefunden hat, in der Musik, das war für uns was ganz Neues. Konstruiere mein Rap-Konzept am Reißbrett wie Architekt. Vergiss dein Papi, der sein Ferrari in der Garage fährt. Es gab dieses Interesse und diese Liebe für Hip-Hop und irgendwie diesen Moment, wo ich gemerkt habe, also ich kann das nur gut machen, wenn ich meine Geschichte erzählen kann. Das kann ich nur in meiner Sprache. And that made a sort of whole society join together. Der Knoten war geplatzt und der deutsche Hip-Hop geboren. Er war durch nichts mehr aufzuhalten und entwickelte sich über die Jahre zur kraftvollsten und einflussreichsten Jugendbewegung überhaupt. Es war mehr als nur Musik, es war ein kultureller Befreiungsschlag, der nun seit 30 Jahren anhält. Torch, Max Herre, Jan Delay, Die Fantas, Sammy oder auch Dendemann, Pioniere der sogenannten Goldenen Ära. Sie brachten für eine ganze Generation deutscher Jugendlicher neues Selbstbewusstsein. Und Mitte der 90er war ich mit Freundeskreisen Teil davon. Wir feierten Bildsprache, Reimschemen, Musikalität. Und besonders die Crews aus Stuttgart und Hamburg trieben sich gegenseitig immer wieder zu schöpferischen Höchstleistungen. Das bin ich, Sekou the Ambassador, auf der FK Allstars Tour 2000. Der krönende Abschluss einer unglaublichen Reise. Danach widmete ich mich meiner zweiten Liebe, dem Filmemachen. Damals während des Siegeszugs der Goldenen Ära durch die Republik hätten wir uns niemals vorstellen können, dass sich zeitgleich im Berliner Underground eine Gegenbewegung formierte. Der Mittelstand hat Hip-Hop gemacht in Deutschland. Das wurde dann eben von Leuten geprägt, die gut mit der deutschen Sprache umgehen konnten. Und vielleicht hat es einfach diese Zeit gedauert, bis einfach
Jungs auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt, scheiß darauf, dieses super korrekt Deutsch. Es war schon an der Zeit, dass man sich endlich mal damit identifiziert, dass die Leute nicht reingelassen wurden. Also mussten sie sich ihr Gehör verschaffen. Das war immer Stress, wenn die Berliner zu den Jams kamen. Weil die haben die einfach gecrashed. Rein, Kasse mit, weg. Und das war dann halt so der Berlin-Style. Es gibt verdammt nochmal jetzt diese ganzen Zustände, wo die Amis früher darüber gerappt haben. Da haben wir als Kinder noch gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Also, das war für uns Brooklyn, people pissing on the station, because the chips don't care. Und hinter dieser Gegenbewegung steckte hauptsächlich ein Mann. Herzlich willkommen bei Royal Bunker hier in unserem riesigen Bürokomplex. Mein Name ist Markus Steiger. Hier ist er 2002 als Gründer vom Royal Bunker, einem Kassettenlabel für Berliner Underground-Rap. Dass er gerade dabei war, den Grundstein für das Millionengeschäft mit deutschem Gangster und Streetrap zu legen, hätte nicht mal er sich erträumen können. Aber genau so ist es gekommen. Er entdeckte sie alle. Savage, K1, Echo Fresh, KIZ, Prince P und Sido. Die Urzündung, die Initialzündung hat er quasi gebracht. Da so Leute zu formieren, auf Tape zu drucken, das so ganz low-key, schlechte, also für mich schlechte Beats damals. Ich war bei ein paar Konzerten, so Justus Jonas und so und im Endeffekt fand ich halt immer Steiger am geilsten. Ich wollte, dass bei dieser Doku alle zur Geltung kommen. Also auch Steiger. Und das, obwohl er den Gymnasiastenwerb, wie er ihn nannte, und speziell Freundeskreis den ewigen Krieg erklärt hatte. Alle hatten mich vorhin gewarnt. Deshalb lud ich Falk zu einem Doppelinterview. Er ist einer der wenigen, die überhaupt mit ihm zurechtkommen. Mein Name ist Falk Schacht. Bei mir sitzt mein Gast heute, Markus Steiger. Schön, dich da zu haben. Danke, es freut mich sehr, eingeladen worden zu sein. Beide sollten den weiteren Verlauf des Films noch maßgeblich beeinflussen. War es von Anfang an eine Gegenkultur, ja oder nein? Die Frage habe ich mir damals gestellt und die Antwort, die richtige, also, gibt es wahrscheinlich nicht. Für mich war es eine Gegenkultur, für mich war das eindeutig eine politische Sache. Ich wollte ja auch immer gern, dass es politisch ist. Also einer der ersten Zeitungsartikel, die ich gefunden habe, dass irgendein Typ in Heidelberg in die Barracks gegangen ist und dort gerappt hat und dort einen Aufstand ausgelöst hat. Und ich hätte das gerne, dass das immer so weitergeht. Dass Rap ist wie Public Enemy. Ihr müsst die kaputt machen, die euch kaputt machen. Wir machen Musik, um das System zu zerstören. Dankeschön. Es geht darum, dass 4Music hier irgendwie eine Halle mietet und die Party machen kann. Wir sind aus Berlin. Uns gehören die Straßen. Im Gegensatz zu meinen Erwartungen lief die erste Hälfte des Interviews richtig gut. Die Atmosphäre war echt relaxed. Der Falk ist so irre. Der hat so ein Hip-Hop-Projekt. Kings of German Hip-Hop. Und da versucht er jetzt so krampfhaft irgendwie eine Legacy zu konstruieren über deutsche Hip-Hop-Künstler. Und er will ja unbedingt, dass ich da mitmache. Und das interessiert mich nicht wirklich. Keine Ahnung, ob du diesen Brief bekommst. Macht er sich da die Arbeit und macht da irgendwie so ein Video und verkleidet sich dann auch noch als, guck mal, als was er mir das geschickt hat, als Tigon. Aha. Ich hab schon, warte mal, ich glaube, das ist ein Rätsel. Warte. Ich krieg nämlich so Demos zugeschickt. Guck mal. Wie ist das? Ah, oh, guck mal, ich hab so einen alten 1-2-Hit gefunden. Klassiker. Weißt du übrigens, wer mir das geschickt hat? Was? Das Video? Ja. Nö, wieso? Mhm. Da behauptet jemand, Tigon zu sein. Und er hat einen einzigen Freund. Das hast du selber gemacht, den Account? Nein. Warum schickst du mir sowas? Wieso ich? Also ich sage jetzt, was ich denke. Du hast mir das geschickt. Weil du möchtest, dass ich dir da helfe bei dieser Kings of German Rap Geschichte. Und hast mir jetzt auch das da geschickt. Nein? Geil. Das ist das beste Demo, das ich jemals bekommen habe. Okay. Ich habe früher mal Demos bekommen, da haben Leute einfach die Kassette, die Schlagerkassette ihrer Eltern überspielt. Falk, komm mal ganz kurz. Ich. Irgendwo Mitte der 80er ist ein Typ in den Barracks bei einem Jam oder einem Hip-Hop-Konzert auf die Bühne, vermummt. Rappt auf Deutsch. Aber so heftig,
dass es Anarchie war. Und der hat aber so krass gefloten, so eine miese Technik gehabt. Die konnten es nicht akzeptieren, dass ein Deutscher kam und ihre ureigene amerikanische Kultur komplett entwurzelt hat und denen vor die Füße geworfen hat. Kennst du den Tigon-Track eigentlich? Was ist denn? R-E-V-Olution? Nee, du hast mal davon erzählt irgendwie, aber... Das ist der. Das ist der Song, oder? Das ist der echte Song jetzt. Wollen wir anhören? Du willst mir jetzt sagen, das ist diese Tigon-Nummer, von der du mir immer erzählst? Das ist der Track? Ich habe den schon ewig nicht mehr gehört. Der muss aber richtig King-mäßig sein, Steiger. Wenn der seine Karriere gestartet hat. Auf jeden Fall 80er. Ja, 80er. Muss da so Randale gemacht haben. Und alle sind ausgerastet. Und dann ist wohl ein Typ zu ihm hin und hat ihm halt voll eine zentriert auf der Bühne. What the fuck? There's a fucking German kid on stage, man. Die halbe Einrichtung da am Schluss demoliert gewesen. Schlägerei im Publikum, Polizeieinsatz, anscheinend war auch noch Feuer mit im Spiel, keine Ahnung. Wir mussten die Leute irgendwie evakuieren. Der muss so einen Impact gehabt haben auf die damals, das ist schon so ein Moment, das müssen wir sofort unterbinden. Der Typ ist dann total von der Bildfläche verschwunden und haben nichts mehr gehört. Was? Was ist ausgegraben? Wieso ich denn? Was redest du die ganze Zeit? Ich habe das noch nie gehört. Du hast es doch mitgebracht. Ja, irgendwelche Leute schicken mir jetzt irgendwie Walkmans zu. Machen da so Tigon-Profile und so. Geile Scheiße. Was denn im Schrank hat? Wieso soll ich dir denn einen Walkman mit einer Kassette schicken? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? So, jetzt raus hier, Jungs. War lustig. Was ihr bisher gesehen habt, ein Film über die kulturelle Bedeutung des deutschen Hip-Hop, ist der Film, den ich eigentlich drehen wollte. Bis zu diesem Moment. Eine geheimnisvolle Nachricht, ein verschollenes Tape, ein anonymer Oldschool-Rapper, vielleicht der erste überhaupt, der auf Deutsch gerappt hat. Wer ist Tigon? Ist er der Urknall des deutschen Hip-Hops? Ich muss rausfinden, was dahinter steckt. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Oldschool-Rapper namens Tigon. Ist euch das ein Begriff? Nö. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Boah, wie meinst du das denn jetzt? Welche Lieder meinst du? Von welcher Zeit redest du? Süddeutschland irgendwo. Irgendwo aus Süddeutschland. Ja, keine Ahnung. Wir wissen alles darüber, aber es geht euch gar nichts an. Ich hab keine Ahnung. Wenn wir Cash kriegen, sagen wir alles. Steiger antwortet nicht mehr auf meine Anrufe. Und nach meinem ziemlich kläglichen Versuch, alleine weiterzukommen, brauche ich mal wieder Falk. Er erzählt mir, dass Steiger seit Jahren als Industriekletterer schuftet, um über die Runden zu kommen. Und sich momentan als britischer Journalist versucht. Wir kennen Lebensmittelskandale, falsch deklarierte Bio-Eier, Pferdefleisch in der Lasagne. Steiger ist irgendwie in den letzten Jahren konzentriert er sich nicht mehr so auf Hip-Hop. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass er das eigentlich nicht irgendwie groß freiwillig passiert, sondern eher... Einer nach dem anderen folgte dem Lockruf des Geldes und verließ den Reuer Bunker. Und so feierten seine Entdeckungen mit Major-Labels die großen Erfolge. Ein Verrat, mit dem er nie seinen Frieden machen konnte. Ihr klaut einfach nur alle meine Künstler. Ich habe die alle entdeckt. Alle entdeckt. Ich komme nicht aus dem reichen Elternhaus. Weißt du, deswegen sage ich, ich lebe den German Dream. So, weißt du, das ist mein Motto. Man kann es schaffen. So. Von nichts etwas machen. Hip-Hop ist auf jeden Fall ein Tool dafür. Die Straße kommt halt immer erst, wenn es Geld gibt. Also Fame, Geld, und das ist ja, also ist ja einfach ein Mechanismus. Mit 2009 machte Steiger sein Label dicht und zog sich komplett aus dem Hip-Hop zurück. Steiger verabschiedet sich von Rap.de, das ist die News des Tages sozusagen. Wenn man geht, dann fangen sie an zu weinen. Ich auch. Nee, aber Steiger, du weißt doch, die Leute mochten dich doch schon. Auch wenn, also du bist ja eine Koryphäe geworden in deinem
in einem Fachmädchen. Ach, danke schön. Ihr seid so nett, aber danke. Aber es war auch eine geile Zeit. Ich bereue ja nichts. Ist ja super. Steiger ist ganz klar unser Schlüssel zu Tigern. Wir müssen ihn irgendwie ins Boot holen. Und ich habe drüber nachgedacht, wie wir Steiger dazu bekommen, da am Ball zu bleiben. Neffi. Was Black Music angeht, ist er der erfolgreichste Talentscout der Nullerjahre. Und sowas wie Steigers Erzfeind. Denn der Lockruf, den Steigers Künstler erlagen, stammte meistens von ihm. Erzähl Steiger, dass Neffi Tigern sucht. Dann dreht Steiger durch. Also dieses Entweder-Oder, dieses wir sind cool, ihr seid scheiße, das ist real, das ist nicht real, ja? Das gibt es nicht mehr, das löst sich auf. Und das ist gut. Das ist gut für Rap. Vielen Dank, war ein cooles Interview. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, Seko. Sehr gerne. Lass dich drücken. Ja, hat mich echt gefreut. Ja, mich auch. Und, was macht ihr sonst noch? Ach du, ich mache jetzt halt diese Interviewreihe noch fertig. Ich habe noch ein paar ganz komplizierte Protagonisten. Und was treibt ihr mit dem Steiger? Also macht ihr mit dem auch Interviews? Oder? Ja, es ist interessant, dass du fragst. Ich habe ihn interviewt. Ja, bin auch ein bisschen in seine Geschichte rein. Und der ist gerade auch auf der Suche nach seinem Hip-Hop-Mentor, so Urgestein. Hat mir auch ein Stück vorgespielt, so ein Lost Hero of German Rap. Tigern heißt der. Und ist ziemlich fett, muss ich sagen. Also German Rakim-mäßig. Mhm. Und die Beats sind auch so oldschool, aber es kommt ja alles wieder. Etwas, was auch Leute uns in unserem Alter ansprechen. Absolut. Ja? Klingt gut auf jeden Fall. Aber da ist der dran. Das ist Steigers Welt. Das ist Steigers Welt. Naja, vielleicht rufe ich ihn mal an. Soll er mir mal vorspielen? Why not? Ja? Tigern, ja? Tigern. Ja, alles klar, Tigern. Es dauert keine Woche, bis sich rumspricht, dass Neffi auf der Suche nach einem obskuren Oldschool-Rapper ist. HipHop.de befragt ihn dazu und bald danach haben wir den Köder, den wir brauchen. Na? Brauchst du Hilfe? Nee. Was macht ihr denn hier? Wir wollten mal mit dir reden. Geil. Ja. Die Kamera, ja? Kannst du die Kamera ausmachen, bitte? Ja. Danke. Was wollt ihr denn hier? Wir wollten mal mit dir quatschen. Hey, guck mal, ich sehe aus wie Scheiße, Alter. Der ist ein bisschen sauer. Das ist Neffi Tigern im HipHop.de-Interview. HipHop.de. Voll interessant. Ja. Sollt ihr nicht machen. Und? Ja, der hat immer nur das gesagt, was irgendwie gerade hot war. Mhm. Hat noch nie was Eigenes entdeckt. Wir haben gemerkt, dass seine Geschichte, die Geschichte, die ich plane und so, dass es da Überschneidungen gibt. Und jetzt natürlich sein Hip-Hop-Film da. Genau. Und ja, ich habe mit Eike geredet. Welcher Eike? Von der Weiß. Und der findet es auch spannend. Und wir würden gerne Tigern suchen. Warum geht ihr überhaupt zu Weiß? Ganz ernsthaft, warum geht ihr überhaupt zu Weiß? Wir gehen zu Weiß, weil wir dich gerne integrieren wollen in das Ganze. Wir finden das spannend, wir wollen wissen, was das ist. Das Tape kennen eine Handvoll Leute. Ja, genau deshalb müssen wir darüber berichten, damit es mehr kennen und damit klar ist. Warum? Also das verstehe ich nicht. Den Leuten heute gibt es doch nichts, oder? Das ist dann irgendwie so ein Kuriosum, ein kurzes Fundstück. Es war doch auch wichtig für dich. Ja, es war wichtig für mich, genauso wie das MC Magazine wichtig war für mich. Aber damit hat sich's doch. Ich meine, heute sind andere Sachen wichtig für mich. Warum? Zum Beispiel meine Arbeit. Und warum bist du so draußen, Alter? Wie draußen? Naja, draußen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, draußen im wahrsten Sinne des Wortes, weil mir das einfach Spaß macht. Weil ich mich einfach nur noch mit Sachen beschäftigen möchte, die mir Spaß machen. Aber es hat dir doch mal Spaß gemacht. Es hat mir mal Spaß gemacht, ja. Und jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Ganz einfach. Am Ende des Tages muss es 70% Fun sein. Tschüss. Macht's gut. Jungs, ihr seid gut drauf. Bis dann, ja? Ich mit sich Konflikt. Immer wenn die Stimme des Gewissens spricht, die Revolution ist geglückt. Der König fällt vom Thron, der König kommt ans Licht. Wir sind's! Ja!
Alles klar. Steiger, geht's dir wieder besser? Geht wieder besser. Ich habe euch angerufen, um euch was zu zeigen. Ja. Komm mal. Was denn? Es war ja jetzt ein bisschen, es war ja jetzt ein bisschen unglücklich da auf dem Dach. Ja. Dass ihr mich da ein bisschen überrascht habt. Es tut mir auch leid. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. So, ihr macht ja jetzt dieses Projekt. Mhm. Jeder hat seine Agenda. Und gleichzeitig schreibt mich Tigon an und schickt mir immer wieder neue Nachrichten. Die erste haben wir ja gesehen, die mit dem Brief und diesem japanischen Zeichen. Hast du mal, weißt du, was das inzwischen bedeutet? Ich glaube, das heißt der Weg. Auf jeden Fall, also er hat mir jetzt ein neues Video geschickt. Gut. Hast du es verstanden, das Bilderrätsel schon? Big Bang, Alter. Der Urknall, der Ursprung. Da kommt Hip-Hop in Deutschland her. Ich glaube ganz ernsthaft, dass da ein bisschen was anderes gemeint ist. Und zwar mein Big Bang, so quasi mein Katalysator-Hip-Hop-Erlebnis, diese Geschichte von Tigon, der in die Kaserne geht und dort einen Aufstand anzettelt. Und diese Kaserne heißt Campbell Barracks und ich habe ein Foto von den Campbell Barracks gefunden. Das? Okay, krass. Und Torch kommt aus Heidelberg. Ja, ja, aber was hat Torch mit Tigon zu tun? Nee, wer kennt Torch, Tigon? Ja? Das heißt, nur er und ich treffen uns um Mitternacht auf dem Kasernenhof der Campbell Barracks und tanzen um die amerikanische Flagge herum. Warum kannst du eigentlich so schlecht mit dem Thema umgehen? Mal ernsthaft, beantworte mir mal die Frage, warum bist du die ganze Zeit am Scheiß Witze reißen? Warum nimmst du das nicht ernst? Also das ist ja schon ein bisschen Psycho, was da passiert. Ist eigenartig, wenn... Also wenn dir jetzt jemand solche Botschaften schicken würde, würdest du es auch nicht ernst nehmen oder würdest du auch versuchen, es nicht ernst zu nehmen? Lass es doch einfach gucken. Also ich habe einen Interviewtermin mit Torch, ich mache eine Heidelbergrutsche. Ich mache ja meinen Film und ich habe einen Van, ich habe Kameras, ich habe ein Team. Und, wie lange bleibst du in Heidelberg? Ich bin übers Wochenende da. Pass auf, ich komme mit nach Heidelberg und frage Torch nach Tigon. Weil, ganz ernsthaft, ich könnte mir vorstellen, dass Torch Tigon kennt, aber nie erwähnt hat. Und dass Torch genauso wie ich von Tigon beeinflusst ist. Torch war für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Der hat angefangen, das Hip-Hop-Ding vom Amerikanischen ins Deutsche quasi für mich zu übertragen. Zu dem Zeitpunkt haben die einfach die Fahne hochgehalten für Real Rap. Also das war ja nicht nur die Musik, sondern auch das Movement, was sie da mitgebracht haben. Das war dann das erste Mal, dass die Welt aufmerksam geworden ist. Das Medien, dass das ZDF da war, Lost in Music, den Bericht gedreht. Die haben gleichzeitig das Video gemacht und so weiter. Und dann war wirklich so Aufbruchstimmung. In allen Gassen Hand, Damm. Menschen kommen in den Straßen zusammen, feiern wie den Jahresanfang. Bist du richtig gut drauf, oder was? So früh für euch, ja? In allen Gassen Hand, Damm. Menschen kommen in den Straßen zusammen. Die amerikanischen Besatzungstruppen wählten das unzerstörte Heidelberg zum Hauptquartier ihrer Landstreitkräfte in Europa. Heidelberg wurde zu einer Art Hauptstadt in der Zeit, als das Militär der Siegermächte regierte. Campbell Barracks. Oder? Ja. Ja, aber es steht alles leer jetzt, oder was? Ja, die sind komplett weg seit 96. Und? Wo ist Tigon? Deshalb sind wir doch hier.
was passiert, wenn man reinklettert? Wir werden dann ja gleich erfahren, was passiert, wenn man da reinklettert. Ich hab den amerikanischen Imperialismus besiegt. Ja, und jetzt, was wollt ihr machen? Was wollt ihr jetzt machen? Ha? Ich scheiß auf euch, ich scheiß auf euch. Was wollt ihr machen? Yeah! Da ist Tigon. Was? Ich bin Tigon. Der Kurt ist Kötzen. Hä? Dieser Raffa-Anschlag war auch hier. Oh. Dieser Anschlag, gell? Dieser Raffa-Anschlag. Ja. Also die sind da draufgefahren und dann haben sie eine Bombe explodiert. Ja. Habt ihr auch Tigon gesehen? Ja, er hatte einen Migrationsakzent. Wir haben so gefreestylt im Red Dog. Und auf der einen Seite standen die GIs und auf der anderen Seite so wir Hip-Hopper halt, ne? Und die waren auch alle cool, aber wenn ich das Mic genommen habe, waren die immer, haben die mir ein extra Lächeln rübergeschmissen und das hat mich immer bestärkt. Ich bin kein Mann der Worte, für mich sprechen meine Taten. Bin von dieser Sorte, die ein Selbstbewusstsein haben. Ungemütlich, nur ein kleiner Junge fühlt sich. Braune Haut, Herkunft ist ein Thema südlich. Es gab überhaupt in Berlin ganz viele Clubs, die von diesen GIs so eingenommen waren und auch unter Einfluss standen. Und da habe ich mich dann wiedergefunden, musikalisch. Es waren Amis, ja, es waren Schwarze. Ja, und das war so, wenn die nur gesprochen haben, war das für mich Rap. So, willkommen, Crew. Hallo. Kein Englisch. Wir bekommen kurzfristig einen Termin beim US-Konsulat. Endlich wird von offizieller Seite mal Klarheit geschaffen. Gab es wirklich diese Hip-Hop-Party, die Ausschreitungen oder wie Steiger behauptet, sogar einen Todesfall? Yes. Good morning. Sure. Hi. Hello, how are you? You're Mrs. Phillips? Mrs. Kent. Yes, nice to meet you. I'm sorry, I'm standing in for Mrs. Phillips. My boss is out of country right now. She has had to go to Brazil, so I hope you'll accept an interview with me. Sure. Okay, great. Did Jessica tell you what we're doing? Yes. Yeah, okay. A little surprised, but that's fine. My mission here in Germany actually is cultural outreach and bridging cultural gaps, as you will. And in fact, in some American schools, they're teaching the American kids hip-hop lyrics. German hip-hop lyrics. In America, they deal with the lyrics of Bushido? Well, no, I don't know about Bushido, but I know they're in the schools, the kids especially like the lyrics of the Fantastischen Vier. But it's very old school. Well, that's probably why they're using that. What we're researching is actually a series of terrorist attacks from, I think, 72 when the ARF started. And we're researching another attack that took place 86 in June. I'm sorry, but I'm not authorized to give any information or discuss any type of political situations or terrorist activity. Okay, the incident we read about was that a German rapper came to the Campbell Barracks to perform. To perform, and afterwards a riot started. Okay. Well, the reason you never heard about this incident. I never heard a single thing. Well, the reason we thought you might know about it because it resulted in a death, and we don't know if it was the actual the perpetrator or if another victim. So, but the death was the death of a German or we don't know. Oh, that's the thing. That's what we're trying to figure out. One person died. One person died. As a citizen, were you aware of like just tension? Oh yes, definitely. Yeah, yeah, and the way the basis changed. Yeah. They became fortresses. So. Die Amis haben halt Angst gekriegt, fühlten sich bedroht. Die haben da schon in ihrem eigenen Mikrokosmos gelebt. Enklave. Kein Eintritt für Deutsche. Wir müssen hier, wir sind die Amis, ihr seid die, ihr bleibt draußen. Eingezäunt, alles was es gibt, ob das jetzt das NATO-Headquarter ist oder auch die ganzen Bürogebäude, die hatten, unter Gebrauch der Schusswaffe wurde da gemacht, wenn du da über den Zaun geklettert bist. Ne? Den Besuch beim Konsulat hätten wir uns echt sparen können. Es kamen auch keine weiteren Tigon-Nachrichten. Und als Torch erfährt, dass Steiger beim Interview dabei sein soll, sagt er uns ab. Aus den geplanten 3 Tagen sind inzwischen 7 geworden und wir sind kein Stück weitergekommen. Ja, heute. Also ich habe ja dieses Video gepostet und ich habe eine Antwort tatsächlich darauf bekommen, dass hier eine ist, die dabei war. Wie jetzt, die in den Barracks war oder was? Ich habe die Frage gestellt, kann irgendjemand was über die Ausschreitungen in den Campbell Barracks in Heidelberg sagen, war 1986. Darauf schreibt mir heute
Erika Barner Seyfried. Unglaublich, I was there, send me a message if you want more information. Habe ich gemacht, sie hat bis jetzt nicht zurückgeschrieben. Ich denke, dass ich auf die Antwort auch in Berlin warten kann. Was soll das denn? Und dann sitzt du in Berlin? Sie wohnt in Stuttgart, steht hier. Aber wieso willst du das dann, wieso willst du in Berlin auf die Info warten, wenn sie sich mit uns treffen will? Was ja dann, hat sie gesagt, dass sie sich mit uns treffen will? Ja, aber wir würden uns, ich will mich mit der treffen, ich will mit der direkt reden. Schreibt der hier, wir wollen dich gern treffen. Was regst du dich denn jetzt eigentlich so auf? Ich reg mich darüber auf, dass du hier irgendwie einen Schwanz einziehen willst, während da offensichtlich vor der Tür noch jemand steht. Das verstehe ich gar nicht, vor allem hast du es außerdem gar nicht erzählt. Ich habe eine Familie und ich möchte bei meiner Familie sein. Ganz einfach. Das ist ja auch okay, aber deine Familie wird auch ohne dich überleben. Ein, zwei, drei Tage. Nee, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber Kinder ist ein bisschen was anderes. Ja, ist okay, Steiger. Ich mag das nicht. Und wenn du jetzt so weitermachst, dann fahre ich mit dir noch nicht mal mehr nach Stuttgart. Entschuldige, dass ich lachen muss, aber das ist echt lächerlich. Ey, pass mal auf, wirklich. Ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt ins Training gehen. Ja? Ich habe gesagt, dass ich meine Kinder abholen muss. Ja? Und das ist ein Unterschied. Also ganz kurz, wenn wir tatsächlich hier ein Lied haben mit dieser Seyfried, dann fahren wir dich zurück nach Stuttgart und du kannst von dort aus entweder fliegen oder mit der Bahn weiterfahren. Und wir gucken einfach, was bei ihr ist. Also ist doch mal ein Angebot und ich finde, wir sollten jetzt mal bisschen Ball flach halten, jetzt nicht so viel reden und warten, ob wir sie kontaktieren können. Steiger? Hier ist Markus Steiger, hallo. You speak German? Ah, okay. Das ist sehr nett. 1986 gab es Ausschreitungen in den Campbell Barracks in Heidelberg. Du warst da dabei. Ja, genau. Ich war dabei mit meinem Freund. Okay. Genau, und er hat ein Video aufgenommen. Ein Video? Ja, hat er was aufgenommen. Könnten wir dich besuchen kommen? Alles klar. Ich melde mich dann gleich wieder nochmal. Ja? Danke, tschüss. Das ist doch schon mal geil. Habt ihr alles gehört? War ja laut genug. Dann auf nach Stuttgart. Let's do it. Und auf einmal hat er wieder gute Laune. Die Präsenz der Amerikaner in Stuttgart war für uns eher von Vorteil, nämlich in dem Moment, wo wir dann in die Discos sind. Das waren halt Läden, wo eigentlich nur Schwarze waren, nur GIs und wir als einzige Weiße da mittendrin. Und da lief halt R&B, da lief Hip-Hop, da lief Rap-Music, da lief Zeug, was wir gar nicht kannten und was wir dort zum ersten Mal gehört haben. Wir hatten alle dann den Kitten Play Flat-Top, alle hatten diesen Flat-Top, ne? Aber alle. Und dann immer so halt reingeschnitten da mit dem Ding, halt geile Frisuren. Genau, das war immer das, was ich immer gesagt habe, dass das der Unterschied von Hamburg zu allen anderen ist, zu allen Metropolen, was Hip-Hop angeht. Es gab halt eben nicht diese Ami-Besetzung, ne? Und den Einfluss, den hatten wir in dem Sinne nicht. Hallo, Kai. Markus. Hi, Markus. Hi. Hallo, Seku. So have a seat, please. It was one of maybe three or four Hip-Hop parties that I went to back then. Yeah. And my boyfriend took this video that night. And you lived at Campbell Barracks? Yeah, what do they say in German? Kaserne, yeah. Okay. That's me. Yeah. I still have my fro. Someone was coming on stage, yeah. Did you see who that was? I mean, I saw there was a guy, I think it was a guy, with a hoodie on and some type of mask. I mean, he looked like
What was it about this guy that made everybody so scared? We had been told, don't hesitate, evacuate, and that's what we did. On April 5th, in West Berlin, a terrorist bomb exploded in a nightclub frequented by American servicemen. Auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ist am Morgen eine Autobombe explodiert. Der amerikanische Jumbo ist vor einer Woche nach einer Bombenexplosion an Bord abgestürzt. Das britische Verkehrsministerium... Waren es Deutsche, vielleicht die RAF, oder Araber, möglicherweise Libyer, oder waren Deutsche und Araber gemeinsam am Werk? It looks like one of the guys from, you know, back then, Gaddafi people or whatever. I mean, I think people just got scared. Can you show me the last one? Yeah, because there's this this machine is old. No. That's from... Excuse me. Yes. Let it roll. Yeah, that is the song. This is REV-Illusion. Das ist das Ding, was du zugeschickt bekommen hast. Okay. Did you ever hear about this rapper or this song or anything? Like, I mean, all of a sudden a German guy pops up? No, that was, I hadn't heard that before. No. What happened there? That night, I mean, it was pretty crazy. There was a fire and they closed the building. You know, afterwards. There were no more hip-hop parties after that. Have you heard that someone died? A kid who lived in my building was trampled that night. Did you know him? Yeah. He lived in my building. He was kind of quiet, kind of goofy white kid who liked hip-hop. And then later I found out that, you know, it was true. I saw a website that mentioned... What was the name of the... Yeah. His name is Jasper Goodman. You talked about it in website. Could you write it down for me? Yeah, sorry. Let me get a paper. I hope you can read my handwriting. Thank you. You want that? Yeah. Thank you. You're welcome. Well, you've been a tremendous help, really. This is amazing. Thank you. Well, good. I'm glad I could help. Yes. No. I don't think you really realize what you did for us. Just don't get me killed. Wir posten das Video auf Steigers Facebook-Seite. Kurz darauf meldet sich kein Geringerer als mein alter Kumpel J-Bo Monk. Drei Strophen, einen Sinn. Je mehr von A, desto mehr von B. War in der Tat nicht schwer zu verstehen. My name is J-Bo and I'm a painter. All those pictures that I'm doing are dead in the moment where they are done. I can't look at my pieces forever. If you paint over my piece, it's the red. The time is over. Change it. Do a new one. J-Bo kam Mitte der 80er nach Deutschland. Mr. Monk. Er stieg zur Sprayer-Legende auf und wurde Künstler, Schauspieler sowie Mitgründer von Irie Daily und Style in the Family Tunes. Er sagt, dass er uns einiges über Tigon berichten kann. Aber wer J-Bo kennt, weiß, dass der immer irgendwelche Geschichten auf Lager hat. Und du kennst den? Mhm. Wir haben zusammen gesprüht. Wir haben ein Bild gemacht zusammen. Der hat so die Amis kamen an Normandy. Und ich habe auf die Panzer, die da drin sehen, habe ich Disney-Hands gemacht. So du hast Disney-Hände da drauf genau, gemacht? Genau, ja. So, der meinte, das wäre so dieses Kulturelle von Amerika, der da uns überrollt. Also das heißt, statt mit Panzern kommen sie heute mit Kultur? So ähnlich, ja. Es folgen unzählige Geschichten von Aktionen mit Tigern. Und das asiatische Zeichen auf dem Umschlag erkennt er sofort als Tigons Tag. Ja, guck mal, das ist so gedacht. Ach so. Ja, sowas. Der hat so Reagan zum Beispiel gemalt einmal. Was? Reagan? Reagan, ja. Das Präsident. Weil Reagan nach Deutschland kam? Genau. Und dann, ich habe so einen kleinen Schnurrbart gemacht an der gute Reagan. Gibt es da noch Bände, die aus der Zeit noch bestehen? Und das ist, da muss man ja gucken gehen. Then let's go. Jetzt? Jetzt einfach so. Ah, jetzt? Ja. Okay. Du, von mir aus jetzt. Plötzlich geht's ab. Immer mehr Bürger geht es fürchterlich auf die Nerven, dass eine Minderheit uns optisch terrorisiert. Hier, da drüben, der Reagan-Kopf. Der Reagan-Kopf? Ja. Aber sieht man ja nichts mehr. Ich muss eine Melone zum Weg machen. Wo es nicht erlaubt ist, ist nicht richtig, oder? Wo war das Hitlerbärtchen? So ungefähr da. Ja, eindeutig. Warum zeigst du uns jetzt eine leere Wand? Ich wollte euch zeigen, wie... J-Bo, hast du Beweise? Ja, hab ich. Kannst noch nicht ganz fühlen. Das ist Graffiti, eine Aneignung von Stadt. Und zwar von Leuten, denen die Stadt nicht gehört. Alle anderen nehmen uns auch nicht wahr. Dann fahren wir jetzt mal überall hin und machen alles voll. Und gibt's da wieder leere Wände zu sehen? Oder was?
Hier. Wenn Daimler-Benz hier in Berlin-Mitte eine ganze Stadt für sich bauen darf, dann dürfen wir U-Bahn besprühen. Ganz einfach. Wo? Ah, ja, Spaß. Wir werden aber heute noch benutzt, ne? Wir beantworten Ihre Kunst mit Zorn. Sie beantworten unseren Zorn mit Kunst. Was ist das? Das ist ein Style. Muss vielleicht hochkommen, genau. Was soll das sein? Maschinenraum? Richtig, das ist ein Maschinenraum, genau. Das hat Tigon gemacht. Genau. Der Spiel war so, ich male hier, dann macht er irgendwas. Und dann komme ich und mal was drüber. Dann kommt er wieder rum und dann macht er was auch noch dazu, nach ich was gemacht hatten. Aber der habe ich nie angefasst. Also, warum hast du da nichts drüber gemacht? Weil ich einfach keine Idee hatte. Ich habe es nicht verstanden. Aber eigentlich wäre es ja auch cool, du würdest uns zu ihm bringen, dann können wir mit ihm zusammen ja diese Werke anbringen. Spielst du auch schon ein bisschen mit uns, oder? Was soll ich spielen? Ich bin auch jetzt ein bisschen auch angetieft von ihrer Suche mit Hip-Hop-Polizist und Colombo. Wann hast du dir das Bild das letzte Mal angeguckt? Im Juli irgendwann 86. Der Tag mit Monk war völlig daneben. Ich meine, woher sollen wir wissen, dass dieses Maschinenraumbild nicht einfach von ihm war? Hey, hier! Stehen bleiben! Dann als krönender Abschluss werden wir auch noch von der Bahnpolizei über die Gleise gejagt. Und natürlich wäre genau da das beste Tigon-Piece gewesen. Das war der beste Piece, Honey. Er hat uns reingelegt, oder? Rebo. Wir geben ihm noch eine letzte Chance. Ist auf jeden Fall noch eine, Er führt uns zu dem inzwischen pensionierten Kommissar Spengler, den wir unbedingt interviewen sollen. Und da hat er das draufgesprüht auf dem Foto. Wir haben rausgefunden, dass der Bulle ist, der die ganze Sprühe irgendwie hinterher war. Und dann haben wir herausgefunden, wo er wohnt. Der Yin und Yang haben wir drauf gemacht. Weil wir wollten immer so ein bisschen mehr Yang für unseren Yin. Hallo, Spengler. Graffiti läuft bei der Polizei, bei der Justiz unter Sachbeschädigung. Das ist also unteren Rand der Strafbarkeitsliste. Das Ding ist mir auf den Schreibtisch gekommen, weil die Schutzpolizei gesagt hat, schaut euch mal das an. Das könnte einen politischen Hintergrund haben. Und immer dann, wenn politischer Hintergrund eine Rolle spielt für irgendeine Straftat, ist die Kriminalpolizei am Zug. Stellen Sie sich mal vor, ein Hakenkreuz an der Mauer von der Synagoge. Da läuten alle Alarmglocken. Ja? Da gehen wir bis hin zur flächendeckenden Überwachung rund um die Uhr. Und jetzt, damals in der Zeit, war es so gewesen, warten Sie mal, der Reagan mit Hitlerbart, dann die F-15 mit den Bomben. So, sehen Sie, dann Keep Out, Restricted Area. Und das war dann bei mir zu Hause. Übrigens da, Heizkraftwerk, unterirdische Katakombe. Also die Symbolik hat sich mir damals nicht erschlossen. Ja, Symbolik. Jetzt macht er mir Yin und Yang da dran. War das jetzt ein Friedensangebot? Interessanterweise war ja danach auch Feierabend. Also ich persönlich habe das so gesehen, okay, es ist gut jetzt. Und das sind Sachen, wo Sie festgestellt haben, das ist alles von einem und demselben Künstler? Wenn Sie sich das anschauen, dann kommt man relativ schnell darauf, das dürfte von der gleichen Person stammen. Und die Kriminaltechnik hat dann ein paar Tage später erbracht, ja, euer Schluss, der dürfte richtig sein, denn es sind die gleichen Farben. Damit haben wir es aber schon. Mal völlig anderes Thema. Wissen Sie etwas von einer Ausschreitung 1986 in den Campbell Barracks in Heidelberg? Wir haben zu diesen Zeiten damals in Territorien, die der US-Militärverwaltung unterstanden ist, nicht ermittelt. Und da haben sich die Amerikaner auch nicht in die Karten schauen lassen. Also das heißt, wenn in den Campbell Barracks festgestellt worden wäre, dass irgendein Deutscher mit diesen Ausschreitungen zu tun haben hätte können, dann hätten sie die deutschen Behörden informiert. Wir müssen uns zurückversetzen in die 80er Jahre. RAF-Anschläge, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich zu dieser Zeit damals auch bei den Straßenkontrollen, die wir überall gemacht haben, dort stand mit der Maschinenpistole. Ja. Da war RAF, Bedrohung, Schleier und dann so diese Geschichte mit dem Anti-Amerikanismus, der damit damals Hand in Hand gegangen ist. Ja. Gewalt um ihrer selbst willen gegen Menschen, die das verhasste System angeblich verkörpern. Eine Republik im Ausnahmezustand. Campbell Barracks ist nur in unseren Überlegungen, wenn ich mich richtig erinnere, aufgetaucht, weil die Sprühorte, die lagen in Anführungszeichen so einen größeren Kreis rund um den Campbell. Adenauer Platz.
Fernwattenweg. Dann hatten wir den Leimerweg und das am Langen Anger, Gemeinde Eppelheim. Zementwerkstraße ist hier. Drei Eichen, Kosmislust, das ist da oben. Wenn wir jetzt mal hergehen, und so mit viel Fantasie, dann kommen wir hier. So, jetzt. So. Dürfen wir die fotografieren, die Seiten? Nee, nee, das bleiben wir bei mir. Nee, nee. Das machen wir nicht. Gut. Ich glaube, wir müssen los. Gut, also, wenn ich mit viel gerechnet habe. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Danke, dann machen Sie gut. Ich habe das Kissentuch vergessen. Super Typ. Wollte ich dir sagen, danke. Siehst du, Beweise gab's. Ja, es gab Beweise auf jeden Fall. Sehr gut. Der Polizist ist immer noch nicht zu überzeugen, aber. Glaubt ihr jetzt mehr als vorher auf jeden Fall? Ich würde gerne diese Führung auf den Barracks machen. Und kommst du da mit, Jabo? Ja, klar. Und? Achso, ja, die Fotos, dass wir die bei der Staatsanwaltschaft beantragen. Genau. Wir können es ja probieren. Das wäre genau. Notiert. Und aber vielleicht kann man die benutzen. Was? Du bist so ein Drecksack. Du hast jetzt nicht die Fotos gerippt. Der hat sogar ein Aktenzeichen. Das hat er uns nicht gegeben. Oh. Ist das stimmt, der hat den Zettel so umgedreht. Warum wollte er den nicht geben? Warum wollte er den nicht geben? Überall ist was geschrieben. Also richtig geil finde ich das jetzt nicht. Ich finde es sehr geil, ehrlich gesagt. Siehst du? So, ja, war's, guten Tag. So, war's, guten Tag. So, war's, guten Tag. War's, angenehm. So, Sie möchten sich also was ansehen, was noch gar nicht so viele gesehen haben. Also, das Gelände ist 167.000 Quadratmeter groß. Dann gibt es noch einen Flugplatz, der ist jetzt auch leer. Und sogar auf dem Königstuhl ist noch ein Sendemast, was die auch immer da oben für Informationen rausgelassen haben oder empfangen haben. War das eine NSA-Anspielung? vielleicht. Hier draußen war damals noch nicht viel. Das war nur Ackerland. 1938 hat man das dann umgenannt in die Großdeutschland-Kaserne. Und da ist jetzt ein Zwischenbau eingefügt worden, in den 50er Jahren vermutlich. Und die Fenster sind zugemauert. Und dort drin ist nämlich ein War Room. Das war ja das Hauptquartier der Landstreitkräfte Europas hier. Also da können wir nicht rein? Nee, leider nicht. Waren Sie da schon drin? Ich war schon drin, ja. Niemand kommt rein, niemand macht irgendwas. Es ist keine Kamera, Sie das gucken. Es wird schon kontrolliert. Okay. Ja. Gab es hier auf dem Gelände auch so eine Art Kulturzentrum? Es gab diesen Ballsaal. Wissen Sie denn etwas von einem Brand in den 80er Jahren? Nee, da ist mir nichts. Da ist mir nichts bekannt. Wahrscheinlich, selbst wenn es passiert wäre, wäre nicht unbedingt die Information auch nach draußen gedrungen. Es gab aber eins, in den 80er Jahren hat man hier grundsaniert, dieses Gebäude hier. Dieses hier? Ja, das wurde saniert dann in den 80er Jahren. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wäre die sowieso fertig gewesen. Haben Sie eigentlich Blaupausen von den Gebäuden hier? Ich nicht. Aber das ist interessant, dass Sie das fragen. Da hat jetzt heute auch wieder ein Herrn Seymour oder so ähnlich angerufen, hat mich auch gefragt. Herr Seymour? Seymour? Tigon? Herr Tigon? Nee. Seymour? Wenn da Interesse bestehen würde, dann müsste man Temur. Sich... Neffi Temur. Möglich, ja. War eine Berliner Nummer? Ohne Kennung. Ohne Kennung? Ohne Kennung. Das ist mir aufgefallen. Vorsicht, nicht stürzen. Was macht Neffi Timmer hier an unserem Projekt? Woher weiß er das? Wer hat ihm das gesagt? Ich weiß nicht. Hast du ihm das gesagt? Was denn? Dass wir hier sind wegen Tigon. Alles gut bei dir? Gib mir mal dein Handy, bitte. Gib mir auch mal dein Handy. Bitte. Warum willst du mein Handy? Wir legen das jetzt einfach in den Kühlschrank. Ich habe ja keinen Bock mehr. Wovon also keinen Bock mehr? Ich möchte aufs Nummer sicher gehen. Es bitte. Ist, es ist im Koffer. Ich weiß nicht, wo dein Koffer ist, Mann. Was ist denn los mit dir? Ja, erzähl mal! Alter, was ist da los? Gib mir dein Handy. Wieso soll ich das sagen? Das ist meine Geschichte. Das ist ganz persönlich. Der Typ hat mich angeschrieben. Warum ruft der den an? Ich kenne den Typ nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was wisst ihr? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Steiger. Ihr rechtfertigt das Verhalten von Neffi Timmer, dass er ein Spurenleser sei. Und dass das doch normal sei, wenn er an einer größeren Sache dran ist. Was ist denn die größere Sache, Falk? Setz dich da hin, wir können reden, aber komm mir nicht so scheiße, Alter. Bist du behindert? Rede nicht so mit mir. Ja, rede du nicht so mit mir. Wenn da eine Story hintersteckt, die wir versuchen herauszufinden, was immer das ist und es einen politischen Kontext hat, kann man das medial wahnsinnig aufblasen. Das ist eine große Sache, die man potenziell... Aber was hat dieser Typ damit zu tun? Wo soll ich das wissen? Er sucht doch auch Tigon.
Wer ist das für ein Typ? Das ist ein A&R von Universal. Und kennst du ihn? Er hat ihm die ganzen Künstler weggesigned. Das ist die Geschichte. Welche Geschichte? Na eben. Also ich verstehe jetzt ein bisschen mehr. Und warum ist mein Handy im Kühlschrank? Ja, das finde ich auch. Also gerne wissen wollen. Das wird doch alles abgehört. Wer hört was ab? Irgendwelche Leute vom Staatsschutz oder was weiß ich. Sprengler hat doch bestimmt auch noch seine Kontakte. Was sind die Beweise dafür? Oder ich mein, es gibt überhaupt keine Beweise. Du gehst auf sicher jetzt. Du sagst, auf sichere Weise machen wir die ganze Dinge und jetzt kriege ich nur kühle Nachrichten. Du bist echt ein Spasti. Er kriegt nur noch kühle Nachrichten. Ja, aber mich hängt es einfach wirklich auf. Hey. Guck mal. Ich mach mein ganzes Leben, mache ich da diese Musikscheiße und dann kommen immer irgendwelche Typen, die das dann vor der Nase weg sein und so. Das ist einfach echt abtörend. Man wusste, wer er ist, man wusste, was er getan hat oder tut. Ja? Man wusste aber auch, ja, dass es irgendwie sehr limitiert war. Du willst biten und klauen, doch, der Flavor. Eure Sicht hat sich drastisch geändert. Heiße Flows aus dem Underground pushen wie ein Cool Savage fand ich gut, war alles toll, perfekt, hat Spaß gemacht, aber hat mich persönlich nicht angesprochen. Da habe ich dann auch den ersten Schritt in Richtung Agro gemacht. Wer ist Agro? Ich kenne Agrokultur oder was? Die haben da so einen landwirtschaftlichen Betrieb, oder? Man hat auch viele Dinge über Steiger gehört und dass die Künstler sich mit ihm auch gestritten haben. Einerseits waren sie sehr dankbar, ja, dafür, dass er sie entdeckt hat. Aber er soll wohl auch ganz schön pain in the ass gewesen sein, sagt man. Barracks-Führung ist Jebo nicht mehr zu bremsen. Er hätte dort irgendwelche Zeichen gesehen. Er verspricht uns noch, in der Nacht zu Tigern zu bringen. Hast du einen Wolkenschneider dabei oder was? Nein, das wirst du schon sehen, komm. Also ich glaube, dass der Typ uns angelogen hat, dass es schon ein bisschen bewacht ist nachts. Da gibt es kein Kameras und so weiter. Da ist nur ein Auto wahrscheinlich, der vorbeikommt oder so. Dann weißt du, wo wir hin müssen? Ich habe heute was gefunden. Mann, vertrau mir. Tigern ist hier. Na, endlich passiert mal was. Du machst nur Witze, weil es dir ein bisschen murmelig ist. Ja, das kann ja sein. Seid ihr ruhig, Alter. Ja! Seko, komm. Mach das Licht aus. Mach. Such was. Da. Das sind ja frische Tags. Ha, das hat er früher gemacht. Das führt uns hin. Was willst du finden? Der Eingang, du Blödmann. Zum Heizungsraum. Ja. Das ist Auto. Vorsicht, runter. Komm. Scheiß Heizungskeller, ich schwöre.
Tigon! Tigon! Okay, Tim, stopp. Ganz kurz, bevor du weitermachst. Falk, wo ist Steiger? Keine Ahnung, Steiger ist weg. Ich finde ihn nicht mehr. Ist mir jetzt auch egal, das ist sein Problem. Wie lange willst du das machen? Nein, Diego, komm, lass uns das mal festhalten. Nee, hat er auch nicht. Der weiß auch gar nicht, was er verpasst hier. Ich meine, guck mal. Das ist für mich Tigon. Ne? Sein Kampf gegen Kulturimperialismus. Weiter mit der Olympiade. Hier, Black Power. Ne? Und das ist so der Mord an den Indianern. Sehr geil finde ich hier Konsum. Ne? In dem Coca-Cola-Logo. Ah, okay. Christoph Kolumbus, Entdeckung des Bösen. Das ist wahrscheinlich Jesus Christus, oder? Guck mal hier. Das Geld siegt über das Kreuz. Oh, okay. Sklave. 40 Acres in the Mule, ne? Wir haben das Tape, die Fotos, diese ganze Geschichte, die von der Weiß werden durchdrehen. Ich bin Steiger. Bei der Polizei, die haben mich erwischt. Aber ich bin jetzt in dem Hotel. Ja. Ich bin zu Hause. Ruf ich an. Bis dann. Hi Markus, Eike hier. Ich habe gerade eine Mail bekommen mit den Bildern. Das war der Hammer. Sieht echt super krass aus. Das ist doch auf jeden Fall irgendwas machen. Komm doch am besten einfach mal ins Büro und wir sprechen über alles. Meld dich einfach. Bis dann. Ciao, ciao. Ende der Nacht. Du haust jetzt rein, ja? Ich fahr jetzt nach Hause, ja. Wieso denn das? Ey, Markus, ich bin einfach echt fertig so. Gestern Abend, das war auch nicht gerade entspannend. Ich müsste abgeturnt sein. Wovon musst du denn abgeturnt sein? Wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben Tigon gefunden. Jaybo hat gesagt, wir finden ihn, wir haben ihn nicht gefunden. Du bist auf irgendeiner Jagd, Alter. Aber ohne es zu begreifen. Jagd. Jan, es ist hör eine mir Schnitzeljagd. Zu. Du hast schon längst die Beute. Du merkst es nur nicht. Inwiefern habe ich die Beute? Mann, Alter, du raffst gar nicht, was wir haben. Wir haben das Black Tape, wir haben ein Hip-Hop-Masterpiece, Alter. Wir haben das alles dokumentiert. Ja, und? Ja, wir haben eine super Story. Da hängt dieser ganze 80er-Jahre politische Rattenschwanz dran. Das ist ein super Ding. Wozu brauche ich denn jetzt die... Wieso brauche ich denn den Typen? Ey, der Typ... Ich meine, ich habe es euch nicht gezeigt, aber der Typ hat mir ja noch mal ein Video geschickt. Und das ist eine ganz eindeutige persönliche Herausforderung. Hier. Ich meine, ganz ernsthaft, Applaus. Das ist jetzt das deine Herausforderung, oder ja, was? Ja, klar. Boah, gehst du mir auf den Sack, Alter. Warum gehst du jetzt? Weil du nur diese Figur jagen willst. Du würdest doch auch nicht Banksy jagen. Da akzeptierst du doch auch, dass das zum Konzept gehört, dass der unbekannt sein will. Und das ist doch auch das Spannende an Banksy. Wenn ich weiß, wo Banksy ist und den anrufen kann... Banksy schickt mir aber nicht persönliche Nachrichten. Ja, und heißt das, wenn Banksy mir persönliche Nachrichten schicken würde, dann würde ich auch denken, dass ich ihn suchen soll. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie nachts auf Kasernenhöfen schreiend nach Tigon rumrennen muss, ja? Das muss einfach nicht sein. Natürlich muss gar nicht sein. Ja, also, warum drehst du denn dann so durch? In deinem Leben muss überhaupt nicht sein. Wieso drehst du denn dann so durch? Da muss wieso? Ja gar nicht sein. Erst als Rap.de angefangen hat und als ich angefangen habe, interessantere Interviews zu machen, bist du auch rausgegangen und hast irgendwelche Sachen gemacht. Träum jetzt weiter von deiner Anstellung bei ZDF Kultur als Hip-Hop-Attaché. Du bist jetzt endgültig durchgedreht, Steiger. Nee, aber ich meine, was ist denn das? Wir können diesen Typen finden. Mann, es ist Man nicht die körperliche Anstrengung. Ja, es ist das Psychische, was mich fehlt. Aber deine was Scheiße, ist denn das Psychische? Dass du nicht klarkommst, Mann. In was für einem Ego-Film lebst du eigentlich? Ich sag den Leuten wenigstens, wenn ich so scheiße finde. Halt deine Fresse. Verpiss du haust dich. Es ab, ja? Ja, weil du ein Idiot bist. Dich doch. Dann ist ja gut. Ich meine, dann geh aus dem Weg mit der Scheißkamera. Tschüss, Falk! Ja, fick dich. Bis bald im ZDF Kulturgarten.
Was für ein Idiot. Du hast es perfekt, perfekt gemacht, dass du mich in dein Projekt geholt hast. Für mich ist gerade so, wir müssen weitermachen irgendwie. Was denn? Und ich finde halt das ein bisschen scheiße, wie es mit Falk heute lief, um ehrlich zu sein. Dass Falk gegangen ist? Dass Falk gegangen ist. Das ist jetzt nicht optimal. Ich sag nur, wir hatten halt eine gemeinsame Sache. Jetzt sitzen wir hier gerade zu zweit und ich versuche hier irgendwie nur rauszufinden, wie wir weitermachen. Warum ist eigentlich Monk weg? Du hast ihn angegriffen. Entschuldige bitte, er hat uns verarscht. Er hat gesagt, dass er mir Tigern zeigt und er hat mir nicht Tigern gezeigt. Und Falk hast du auch angegriffen. Entschuldige mich, ich bin gerade eingeschlafen. Ich verlange nur, dass du mich nicht komplett abfuckst, das ist alles, was ich sag. Ich fuck dich nicht ab, du fuckst mich ab. Du fuckst mich ab. Aus dem Fenster gelehnt, verstehst du das eigentlich? Ich glaube, du verstehst das Ausmaß von dem, was du in die Welt setzt, die Vibes, die Inhalte, das, die verbrannte Erde, die du überall zerstreut hast, in diesem ganzen Umfeld, in meinem Umfeld, wenn du nicht im Hip-Hop. Dann mach es nicht. Dann mach es nicht. Das ist keine Option für mich mehr gerade. Ich habe mich dazu committed. Okay, was soll ich jetzt anders machen? Mir einfach ein bisschen Sicherheit geben, dass du nicht die ganze Zeit völlig willkürlich um dich rumschlägst. Pass auf. Gib mir eine Hand. Gib mir eine Hand. Sicherheit, 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 Sicherheit. Ja gut, aber weißt du? Hey, auf Tiger, ja? Auf dich. Bis morgen. Der ist nach wie vor, finde ich, ein sehr streitbarer Mensch. Ja? Aber der sagt das, was er denkt. Und das finde ich echt das mit hoch Chapeau. Er ist schon manisch in dem, was er macht. Ja? Und ich glaube, diese Ansprüche hat er auch an sein Umfeld. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Sveko! Ich bin's! Ich bin's! Ich weiß Bescheid, wir fahren jetzt los. Sieh dich an! Ja. Los, ich weiß, wer Tion ist. Ich hab's raus. Ich komm runter. Wie lange brauchst du? 2 Sekunden. Wirklich? Wirklich, ich zieh mich an. Wir warten draußen. Ich bin gleich bei dir. Ist kein Problem. Ich komm jetzt. Hast du, Navi, geht das auch für die Schweiz? Ja. 5000 Aarau. Erzähl. Ich weiß, wer Tino ist. Tim, kannst du da rausfahren, bitte? Aber blink nicht. Blink einfach nicht. Wenn ich sage, jetzt, dann zieh rüber. Jetzt zieh rüber. Müssen wir kurz raus. War schon die ganze Zeit hinter uns. Sie sieht schlimm aus, aber der war die ganze Zeit schon hinter uns. Sei einfach. Das ist ein Jahrmarkt. Das würde Falk gefallen, ha? Hip-Hop ist ein Jahrmarkt. Sveko, soll ich dir erzählen, wo wir sind? Bitte. Also ich habe sehr, 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 sehr lange nachgedacht. Es kann eigentlich nur einer sein. Das ist relativ logisch, finde ich. Also es ist jemand, der sprühen kann. Okay. Der krass oldschool ist. Der rappen kann. Der aus Heidelberg kommt. Du denkst, es ist Torch. Guck mal, er erzählt mir ja, er kann mich nicht leiden und so weiter, aber er hat mich auf dem Schirm und so. Genau das ist es. Er fordert mich speziell raus, ihn zu finden und er tritt heute Abend hier auf. Ich hasse Schweizer Festival, da kennt mich keiner. Das weißt du gar nicht. Splash, da schreien sie die ganze Zeit. Steiger, Steiger! Hallo! Was machst du denn hier? Wir waren so doch mit Datum. Danke.
Christian. Ey, riesen Respekt. Dankeschön. Versucht, Torch und Steiger zusammenzubringen, ist mir nicht ganz wohl bei der Sache. Aber ehe ich mich versehe, landet Torch crowdsurfend direkt vor Steigers Nase. Hey! Lass doch! Ganz kurz! Hey! Was ist denn, Torch? Hey! Was ist los mit euch jetzt? Lass mich nicht an! Lass mich in Ruhe! Was willst du denn jetzt? Was willst du? Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass durch einen Fehler von uns das Ganze auch noch im Netz landet. Der Shitstorm ging direkt los. Als ich davon erfahre, lasse ich das Video sofort entfernen, aber der Schaden ist schon angerichtet. Und Todd steigt endgültig aus meinem Film aus. Was willst du denn jetzt? Was war das jetzt gerade eigentlich? Der holt mich aus Berlin, der holt mich nach Heidelberg. Ich fahre ihm hinterher in diese beschissene Scheiß Schweiz. Warum redet er nicht mit mir? Was ist das für ein Opfer? Ich meine, er kann am wenigsten mit mir reden. Ich meine, ich verlange doch überhaupt nicht, dass wir jetzt Best Friends werden, ja? Ey, und dann schmeißt mich dieser Spast auch noch raus. Wer soll das denn sonst sein? Ich hab's dir schon fast geglaubt, aber ich weiß nicht. Ey, Seko, guck dir das mal an. Hm? Guck dir das mal an, bitte. Der Walkman ist weg. Guck dir das mal an. War jemand da? Du Scheiße. Der Walkman ist weg und mein Laptop ist weg. Das wäre das war? Das war diese beschissene Neffi Timur. Und er war doch die ganze Zeit schon scharf drauf. Versuch dich zu chillen. Wie chill dich? Mein Rechner ist weg. Okay, wir gehen runter in die Rezeption. Mein Rechner ist weg und dieses Tape ist weg. Wir gehen runter in die Rezeption und fragen, ob die irgendwas gesehen haben. Vielleicht können wir uns irgendwie helfen. Scheiße! Dreck. Seko-san, ich erreiche Steiger seit Tagen nicht. Daher probiere ich es jetzt mal bei dir. Es wurde etwas für Steiger bei uns abgegeben und ich bin mir sicher, dass er es wiederhaben möchte. Also melde dich doch bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Liebe Grüße, Neffi. Hallo. Ich bin Neffi. Ja. Ja, Seko meinte, du hättest was. Mhm. Ja, setz dich hin. Ich habe ein Paket für dich geschickt bekommen. Ich glaube, es geht um Tigon. Sehr interessanter Künstler übrigens, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ich mag den Jungen sehr. Warum? Warum? Es spricht mich an. Es hat irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Guck mal, ich habe echt nichts dagegen, dass du Künstler suchen musst. Das ist dein Job. Aber warum gerade den? Ich meine, du kennst ihn von meiner Seite. Natürlich. Weil ich die Sachen da gepostet habe. Genau. Was willst du denn von ihm?
Weil es mich anspricht, Steiger. Das ist gut. Es ist meine Geschichte. Der hat nichts damit zu tun, mit dieser beschissenen Plattenfirmenwelt. Naja, wir können die Geschichte doch zusammen erzählen, Steiger. Welche Geschichte denn? Hast du es gefallen? Hat sie gefallen wenigstens? Es hat mir gefallen. Das ist gut. Ja. Warum hast du das zugeschickt bekommen? Weiß ich nicht. Ja. Warum hast du Herrn Quas angerufen? Naja, ich habe das Ding im Internet gesehen. Das war gut. Die Show in Heidelberg. Das ist doch noch nicht mal eine Show. Der kommt da kurz auf die Bühne und da ist nichts. Naja gut, ich meine, die haben danach die Bühne gestürmt. Die haben gedacht, das wäre ein Terrorist. Schau dir das an, Steiger. Schau dir an. Das sind alles Künstler, die du entdeckt hast. Was denn? Ja? Sieh den Jungen, da hinten mit der Maske. Der Junge mit dem B. Savage. Alles zu Echo. Aber wo sind die erfolgreich geworden? Nicht bei mir. Nicht bei dir? Nein, ist aber in Ordnung. Und genau darum geht es doch, Steiger. Um was geht's? Es geht darum, gemeinsam was zu schaffen. Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Worum geht's denn? Geht's nicht um die Kunst? Geht es nicht darum, dass man Tigon groß macht? Nee, es geht darum, dass der Typ authentisch ist und dass der sein Ding da durchzieht. Ich peile überhaupt nicht, was du damit zu tun haben sollst. Wenn du einen Künstler groß machen willst, dann hol doch Beat dazu. Beat hat aber mit Tigon nichts zu tun. Du hast Tigon. Was hast du denn mit Tigon zu tun? Noch nichts. Guck mal, für mich geht es einfach nur darum, ich will den Typ finden. Ja, der hat mir irgendwas zu sagen. Steiger, komm, so kannst du das nicht beenden. Ich bitte dich. Komm. Was denn? Setz dich bitte noch einmal kurz hin. Nur wenn ich Cappuccino kriege. Ja? Krieg ich Cappuccino? Ja, wenn du einen haben möchtest, kriegst du einen. Bitte. Lass dir einen holen. Wenn wir zu Majors gegangen wären, das hätte gar nicht funktioniert. Nee. Weil wir einfach zu konträr, zu eigen, zu schwierig, zu eckig. Zu doof. Irgendwas. Zu doof vielleicht auch. Ich könnte auch keine Stieber-Twins auf einem Major mir vorstellen. Einfach. Das passt doch gar nicht. Was sollen die denn da machen? Also, es war Independent, habe ich auch schon gut gegessen, gell? Und, ja, jetzt bei Major ist man halt besser. Man hat viel mehr, man kann seiner Familie mehr geben und Geld, das ist alles Geld. AfD-Prototyp, ich soll ihn erzählen von meinem Major-Deal, den ich mit Penis unterschrieb. Aller Neffi sein, Messi, Zeit ist Geld, der will die Tipex auf Rammstein-Vertrag und gib mir einfach die Kopie. Major kann jemanden, der etwas alleine kreiert hat, der etwas alleine bis zu einem gewissen Punkt gebracht hat, noch größer machen. Wenn man das Gefühl hat, man kann diesen Move von Indie zu Major machen und bleibt sich dabei künstlerisch treu. Dann kann man das auf jeden Fall machen. Wenn du es wieder fühlst, als wäre es 99. Wie eine alte Liebe treffen, die noch heut wie neu ist. Wer bist den richtigen Beat picken? Denn wir sind nur so gut wie die Musik, auf die wir spinnen. Das Bild kennst du doch bestimmt, oder? Was sagt es dir? Wo hast du das jetzt auch noch her? Das war in dem Paket drin. Was sehen wir hier? Ein Philosophen. Was ist das für ein Zeichen? Yin Yang. Was ist das? Die Welt. Was kann das bedeuten? Wir müssen unter der Schirmherrschaft des Philosophen müssen wir uns vereinigen, um die Welt zu retten. Geld verdienen kann man mit Tigon nicht. Mir geht es um die Sache. Und weil Universal die Weltkugel im Logo hat, kommt jetzt Neffi und rettet mit Tigon die Welt. Nicht ich tue das, sondern wir tun das. Ich soll A&R-Manager bei dem machen, oder was? Wir machen das zusammen. Wir können das Ding richtig oldschool spinnen. Wir können eine Kassette auf den Markt bringen. Ja? Dazu gibt es ein Buch mit allen Bildern von Tigon und Texten von dir. Das muss man dann alles erstmal ausprobieren. Nimm mich mit, das ist ein Angebot. Ja, also ich gucke jetzt mal, dass ich den Typen finde. Ich danke dir. Tschüss, ciao. Adios. Neffi hat ihn ganz schön geködert. Aber Steiger auch zugebissen. Jetzt fehlt nur noch Tigon. Tigons Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Und sie lautet: Ich bin zurück. Eine klare Aussage. Ich bin zurück in meinem Element. Die können mich nicht stoppen. Ich bin zu hübsch und intelligent. Unsere nächste Station ist das Splash. Europas größtes Hip-Hop-Festival. Steiger ist hier als Moderator gebucht. Zu seiner Überraschung hängt schon überall Tigon-Werbung. Sein neuer Partner Neffi hat unabgesprochen Plakate und Flyer drucken lassen für Tigons Auftritt bei Catch a Fire. Hey, was ist los? Warte kurz. Echo Freeze. Was geht? Hey, ich hab dich überhaupt nicht erkannt, Alter. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir, mein Freund? Was geht bei euch? Ich hab gehört, Major Moves und so, oder was? Was? Major Moves. Ja, ihr macht Major Moves, jetzt habe ich gehört. Auf welchem Major? Universal, oder? Mit wem? Ja, mit deinem Künstler. Was weißt du von dem Künstler?
Ja, so Oldschool-Legende und so. Er hat dir das erzählt. Man hört, man hört. Ah, wer hat dir das erzählt? Sag mal. Die sag Spatzen zwitschern von den Dächern, Alter. Ja, das ist nichts. Wie viel Vorschuss habt ihr bekommen? Das war eigentlich Quatsch, ich habe gar nichts. Das war ist überhaupt nichts. Ihr würdet euch doch niemals treffen, wenn es nicht um ein bisschen Kohle geht. Es gab Vorgespräche, ich war im Büro, ich habe gesagt, okay, ja, ich helfe. Ihr müsst mal endlich raus, Alter. Raus aus dem Underground, ein bisschen Major Moves. Das wird den keiner übel nehmen, Alter. Und dir wird es auch nicht. Keiner übel nehmen. Das ist eigentlich Quatsch. Ey, du bist so ein Sturkopf. Underground forever. Nein, nein. Rich forever ist besser, Digga. Ich muss mal weiter. Hadi, hadi. Das ist ein großer Move. Glaub mir. Liebe. Liebe dich. Ja, ich auch. Ich ärgere mich gerade. Und die haben mich abgepackt. Na, Theresa, alles klar. Jetzt bin ich wach. Welche Pizza, Alter? Ja, also da du gerade vom Underground redest, ja? Also ich meine, du bist legendär, du bist total bedeutend für Hip-Hop. Gleichzeitig habe ich gehört, dass du jetzt das Tigon-Projekt an Universal vertickert hast. Also das stimmt nicht. Neffe Timo hat mir Zusammenarbeit angeboten, aber ich habe es nicht an Universal vertickert und werde es auch nicht tun. Okay. Was ist denn mit der Realness? Wer malt heute noch den Zug? Alle nur noch Vegas. Das ist wack und das ist Sellout und das ist cheap und das ist so. Und wir waren wirklich Hardliner des Grauens. Ich war voll in der Straße. Das habe ich dann erzählt, halt, was abgeht, wie man sein Geld macht, was man isst, was man trägt. Von der Straße zu die Straße, aller Baba ha. Also für jeden war das ja was anderes. Von einem warst du schon nicht real, wenn du einen gesungenen Hook hattest. Viele Leute hatten irgendwie Berührungsängste mit zu viel Humor in der Musik. Das war, konnten wir überhaupt nicht nachvollziehen. Für uns war Helge Schneider auch real. Halt's Maul, bleib locker, hier kommt die Chefrogger. Ihr wollt uns und kriegt uns nochmal und nochmal. Der eine hört uns nackt auf LSD, wir zählen. Andere finden okay, wir sind die neuen WGSD. Je abgehobener und differenzierter der Gymnasiasten-Rap war, desto härter mussten die Jungs aus Berlin sein, um zu zeigen, was real ist. Es war nur das Wort real. Jeder, der es gesagt hat, der war es dann. Im Bett zu Hause, wenn du alleine liegst abends, dann weißt du, ob du echt bist oder nicht. Neffi, ich bin's, Steiger. Ich wollte sagen, dass ich, also ich habe mir das nochmal überlegt, ich will aussteigen. Im Endeffekt ist es eine ganz persönliche Entscheidung und ich fühle mich einfach nicht wohl. Warum musst du aussagen? Du musst nicht aussagen. Du musst bei der Polizei gar nichts machen. Du kannst die Aussage verweigern. Was heißt das dann? Dann wird er bei diesem Konzert abgeführt, oder was? Wenn du meinst, du musst es machen, dann musst du es machen, dann ist es halt so. Ja? Aber dann habe ich sowieso gar nichts damit zu tun, dann möchte ich auch nichts damit zu tun haben. Ja? Bei der Polizei, man sagt einfach nicht aus. Punkt. Steigers Paranoia während dieser Reise scheint plötzlich nicht mehr so unbegründet. Er wurde tatsächlich verfolgt. Er sollte sie zu Tigon führen. Er muss ihn jetzt irgendwie warnen. Hör doch mal auf jetzt! Ich hab nur Problem, Tigon verstanden. Problem, Tigon, Problem, Tigon. Ich hab so eine Veranstaltung bewerbt, Karten verkauft, an die Club gemietet, an alles so organisiert. Ich weiß nicht, was da los war, aber ehrlich gesagt, mir hat das auch nicht mehr interessiert. Was ist das für eine Frage, was mir durch den Kopf gegangen ist? Ist ja offensichtlich. Ich habe mich geärgert über mich. Und ich habe mich auch geärgert, dass ich mich von euch habe einwickeln lassen. Ich habe einen Typen ans Licht gezerrt, der
es über Jahre geschafft hat, da unerkannt zu bleiben und unentdeckt zu bleiben. Ich habe ihn da rausgezogen und offensichtlich auch in Gefahr gebracht. Ich bin ja hier wegen diesem Mysterium. Ich habe nur gehört, dass es ein Insider-Tipp ist. Ja, ich freue mich heute vor allem auf Tigon, weil der heute das erste Mal auftritt. Einfach Oldschool-Legende, so was Deutschrap angeht. Ich habe es auf Facebook irgendwie mitbekommen, fand ich ganz interessant und ich kenne den eigentlich gar nicht. Ich möchte einfach die Ursprünge des Hip-Hop kennenlernen und das ist richtig geil. Ich freue mich richtig drauf. Jetzt auf andere wieder zuzugehen, nachdem man sie so die ganze Zeit angefickt hat, das ist schon auch eine Überwindung. Heißt ja auch so, auf eine gewisse Art und Weise heißt es ja auch so, hey, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Und das ist ja jetzt auch nicht etwas, was man so wahnsinnig gerne macht. Wir haben nie erfahren, wer uns auf diesen Trip geschickt hat. Aber am Ende war es doch egal. Ironischerweise waren es genau die von Steiger verhassten. Megalo, Afrop, Max und Sammy, die nun als Tigon die Bühne betraten. Am Ende kamen für Tigon Freunde und Feinde zusammen. Und wir setzten dem deutschen Hip-Hop ein fettes Denkmal. Golden Era Style. Oh yes, oh yes. Yeah, 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 yeah. Hier ist auch Stuttgart. Wenn du es wieder fühlst, es wär's 99. Wie eine alte Liebe trefft, die noch heute die neue ist. Rap ist, wenn du wieder hungrig bist. Immer 100 Keeps und ich nichts unterkriegt. Rap hört man nicht nur, man fühlt sich körperlich. Höre in mich rein, such ums Stopp für Wörter gehen. Rap ist Respekt vor den Architekten. Zur Ehre mit Ehre gebührt, das soll ich. Es ist immer geil, dieses Gefühl, so viele Rapper zusammen, ne? Ein DJ einfach Beats am machen. Rap ist 100 Mal tot gesagt. Dann finde ich wieder so ein Ding, das so hoch und auch Rap ist. Gestern Jugendhaus, morgen Deutsch auf jedem Sender. 16 Jahre sind vergangen, sein Kopf dicker. Mein erster Rap heute, noch frischer, noch dicker. 16 Städte, Bruder, in nur 8 Tagen. Import, Export, Angebot, Nachfrage. Ist voll lustig, so. Jeder kann von dem anderen irgendetwas mitrappen. Ja. Rap ist Abstieg, wenn du keine Acht gibst. Also mach, sag was, einfach wie. Gleich in deiner Blooper, wenn der Beat boah. Schreifer in der U-Bahn mit ner Beat boah. Ein Lebensgefühl, das Herz auf der Zunge zu dem Bummer von der Break auf die New Junge. Gemeinsame Show rocken, so. Das war schön hier an dem Abend, am Black Tape Abend. Und wir freuen uns, dass Tigon uns zusammengebracht hat. Ober die Tanzfläche, Wildwasser, Wörterfluss, einzige Mucke, wo man. Hip-Hop Jams gab's ja nur, weil keiner von uns alleine 500 Leute in der Halle gekriegt hat. Und deshalb brauchte man 10 Acts. Irgendwann hatte jeder sein eigenes Publikum dann und eigene Touren. Aber das ist so der einzige Moment außer großen Festivals wie Splash oder so, wo wir uns wirklich alle so sehen. Und das hat John irgendwie einfach gemacht. So, er ist auf jeden Fall ein Macher. Gutes Schlusswort. Siehst du, das ist mein Spokesman hier, right here. Okay, mach die Kamera aus. Afro, Sammy, Vito, yeah. Mach's gut. Bis bald.